Magics Video Workshop. Tipps und Tricks für bessere Videos. Lassen Sie sich nicht vom Motiv überfordern. Drehen Sie erst, wenn die Kamera bereit ist. Kapitel 1: Filmen im manuellen Modus. Als erstes muss man sich die Frage stellen, ob man im automatischen Modus oder im manuellen Modus drehen möchte. Diese Entscheidung hängt individuell von Ihren Ansprüchen an den Film ab. Im automatischen Modus werden die Einstellungen für Schärfe, Blende und Weißabgleich automatisch an das aktuelle Bild angepasst. Da sich beim Film, anders als beim Fotografieren, der Bildinhalt verändert, verändern sich im automatischen Modus auch die Einstellungen während einer Aufnahme. Das ergibt technisch unsaubere Bilder. Um gute Ergebnisse zu erhalten, ist der manuelle Modus empfehlenswert. Wichtig ist der richtige Weißabgleich. Die Kamera bietet automatische Voreinstellungen wie Tageslicht oder Kunstlicht an. Der richtige Weißabgleich verhindert unrealistische Farben oder Farbsprünge. Bei besonderen Lichtverhältnissen lohnt es sich, Weiß manuell zu bestimmen. Dazu benötigt man eine weiße Fläche. Zoomen Sie in die weiße Fläche, bis diese das gesamte Bild füllt. Drücken Sie jetzt die Weißabgleich-Taste der Kamera, bis das Symbol nicht mehr blinkt. Jetzt ist in der gegebenen Lichtstimmung der Farbton weiß definiert. Die Schärfe wird am besten auf einem Bildpunkt fest eingestellt. Das vermeidet Pumpen und ergibt ein klares Bild. Die Schärfe sollte immer auf dem wichtigsten Element im Bild liegen. Zoomen Sie so nah wie möglich in das Motiv hinein und stellen Sie erst dann scharf. Dazu nutzen Sie am besten die Autofokus-Funktion Ihrer Kamera. Wenn das Motiv scharf gestellt ist, schalten Sie die Autofokus-Funktion aus. Die Schärfe ist nun fest auf das vorgesehene Motiv eingestellt. Zoomen Sie wieder zurück und wählen Sie den geeigneten Bildausschnitt. Beim Filmen von Personen sollten Sie immer auf die Augen scharf stellen. Ist die Kamera eingerichtet, kann man mit dem Sammeln von Bildern beginnen. Kapitel 2: Der Bildaufbau. Ein interessanter Bildaufbau kann schon über einfache Gestaltungsregeln erreicht werden. Symmetrie drückt Ruhe aus. Dabei ist darauf zu achten, dass ein symmetrisches Bild auch wirklich symmetrisch ist. Bei einer Verschiebung der Achse kann leicht der Eindruck von gewollt, aber nicht gekonnt entstehen. Neben der Symmetrie kann man auch mit Linien im Bild arbeiten. Dabei haben Linien im Bild den Effekt, dass sie den Blick des Betrachters im Bild führen. Sie schaffen einen Zusammenhalt der einzelnen Bildelemente. Besonders Diagonalen erzeugen Spannung. Der goldene Schnitt bezeichnet ein Teilungsverhältnis von 3:2 in der Bildgestaltung. Dieses Teilungsverhältnis wird vom Menschen als besonders harmonisch empfunden. Beim goldenen Schnitt wird das Hauptmotiv der Einstellung nicht in den Mittelpunkt des Bildes gelegt. Zu mehr Tiefe kommt man in der Bildgestaltung, indem man das Bild in Vorder-, Mittel- und Hintergrund aufteilt. Man schneidet ein Objekt im Vordergrund an und schafft so einen Rahmen für das Bild. Auf dem Motiv im Mittelgrund liegt die Schärfe. Ein unscharfer Hintergrund schließt das Bild ab. Versuchen Sie, Personen so schön wie möglich abzubilden. Reden Sie mit den Darstellern. Ermuntern Sie sie zu lächeln und nehmen Sie ihnen die Angst vor der Kamera. Rücken Sie die Person ins rechte Licht- und Bildverhältnis. Die Augen sollten immer oberhalb der Bildmitte liegen. Der Kopf sollte nicht angeschnitten sein. Kapitel 3: Das richtige Licht. Das richtige Licht ist beim Filmen essentiell. Es gibt grundsätzliche Regeln, die ohne großen Aufwand schöne Lichtstimmungen schaffen. Vermeiden Sie Gegenlichtaufnahmen. Wollen Sie eine Aufnahme gegen das Licht filmen, dann sollten Sie die Blende manuell regulieren. Das heißt, Sie öffnen die Blende so weit, bis das Motiv im Vordergrund richtig belichtet ist. Der Hintergrund überstrahlt in diesem Fall.
achten Sie auf ungünstige Schatten, zum Beispiel auf den Gesichtern der gefilmten Person, und versuchen Sie, Ihr Bildmotiv ins richtige Licht zu stellen. Achten Sie auch auf die Position der Personen im Bild. Es ist schöner, Personen von vorne oder seitlich zu filmen. Kapitel 4: Einstellungsgrößen. In der Kameraarbeit unterscheidet man grundsätzlich zwischen festen Einstellungen und bewegter Kamera. Die Einstellungsgrößen werden unterteilt in total, halbnah, nah, groß und Detail. Totale und halbtotale Aufnahmen bieten die Möglichkeit der Orientierung und stimmen den Zuschauer auf den Film ein. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen Einstellungsgrößen entspricht der natürlichen Wahrnehmung unseres Auges. Dem Zuschauer fällt es dadurch leichter, den Film aufzunehmen. Es ist wichtig, Details zu filmen. Diese bringen den Zuschauer näher an das Geschehen. Verwenden Sie das Modell Schuss, Gegenschuss. Durch die Auflösung Schuss, Gegenschuss lassen sich Verbindungen herstellen. Kapitel 5: Kameraführung. Eine gute Kameraführung führt zu guten Ergebnissen. Bei fast allen Einstellungen empfiehlt es sich, ein Stativ zu nutzen. Verwackelte Aufnahmen wirken unprofessionell und strengen das Publikum an. Ist kein Stativ vorhanden, lohnt es sich, nach alternativen Stabilisierungsmöglichkeiten für die Kamera zu suchen. Ein Schwenk ist eine spannende Abwechslung zu festen Einstellungen. Dabei schafft ein Schwenk Beziehungen zwischen verschiedenen Motiven und erweitert den Bildausschnitt. Über den Schwenk kann man dem Zuschauer einen besseren Einblick in die Situation geben. Dabei sollte man beachten, dass nicht zu schnell geschwenkt wird, um dem Zuschauer das Erfassen des Motivs zu ermöglichen. Wichtig ist auch, dass man Anfangs- und Endbild des Schwenks einige Zeit stehen lässt. Vermeiden Sie Zoomen, während Sie filmen. Nehmen Sie sich die Zeit, den gewünschten Bildausschnitt zu suchen, und drücken Sie erst auf den Record-Knopf, wenn Sie nicht mehr zoomen. Kapitel 6: Perspektiven. Beim Filmen gibt es drei grundlegende Perspektiven: Augenhöhe, Vogelperspektive und Froschperspektive. Ein Wechsel der Perspektive bringt interessante Bilder und so die Aufmerksamkeit des Zuschauers. Über die verschiedenen Perspektiven lässt sich der räumliche Eindruck verstärken und dem Bild mehr Tiefe geben. Bei Aufnahmen von Tieren sollte man sich auch auf Augenhöhe mit ihnen begeben. Das bringt Nähe. Kapitel 7: Erzählende Elemente. Ein Film möchte etwas erzählen. Um eine Geschichte zu transportieren, braucht man verschiedene inhaltliche Elemente, die die Geschichte unterstützen. Um dem gesamten Film einen Rahmen zu geben, sollte man ein Eingangsbild und ein Ausgangsbild drehen. Das Einstiegsbild enthält erste Informationen. Es bietet sich an, auf einer Karte die Lage des Ortes zu zeigen oder in einer totalen Einstellung einen Überblick des Geschehens zu geben. Das Einstiegsbild ermöglicht dem Zuschauer, sich auf den Film einzulassen. Für das Endbild kann man ähnlich vorgehen. Filmen Sie eine abschließende Totale. Ein Rückzoom verdeutlicht, dass man sich verabschiedet. Auch für den Hauptteil des Films ist es wichtig, Bilder zu filmen, die eine Aussage haben. Sammeln Sie zum Beispiel Bilder, die Informationen über den Ort geben. Besonders beliebt sind Kommentare. Wolfgang und Anni, ich wünsche euch eine schöne Reise in Berlin. Straßen- und Ortsschilder bieten die Möglichkeit der Orientierung. Um das Publikum an einen Film zu binden, muss man Nähe zum Zuschauer herstellen. Ich bin in Berlin.
Man fesselt den Zuschauer an den Film, indem man das Erlebte in verschiedenen Einstellungsgrößen zeigt. Unterschiedliche Motive erzeugen Spannung. Nahe Einstellungen lenken die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Detail. Zeigen Sie das Motiv von vielen Seiten. So hat man für den Schnitt genügend Möglichkeiten zur spannenden Montage. Die Länge der Einstellung ist entscheidend. Je weniger Bewegung in einer Einstellung zu sehen ist, desto kürzer kann sie sein. Man sollte trotzdem mindestens 7 Sekunden pro Einstellung filmen. Im Schnitt kann dann gekürzt werden. Kapitel 8: Der Ton beim Film. Achten Sie auf gute Tonqualität. Der Ton macht Ihre Bilder lebendiger. Es ist schwer, in der Nachbearbeitung zu synchronisieren oder Störgeräusche zu entfernen. Besonders bei Kommentaren ist der Ton wichtig. Sollte es zu laut sein, muss man einen ruhigeren Ort suchen. Nutzen Sie auch die technischen Möglichkeiten, um den Ton zu verbessern. Viele Kameras bieten die Einstellung Windschutz, um das Windstörgeräusch bei Außenaufnahmen zu minimieren. Besonders gute Aufnahmen erhalten Sie über den Anschluss eines externen Mikrofons. Für den späteren Schnitt sollten Sie extra Tonaufnahmen sammeln, die die Atmosphäre des Ortes wiedergeben. Achten Sie darauf, während der Aufnahme nicht zu sprechen. Tipps und Tricks im Überblick. Verschaffen Sie sich noch einmal einen Überblick über die wichtigsten Tipps für gute Videoaufnahmen. Bevor Sie mit dem Film beginnen, sollten Sie die Kamera in den manuellen Modus schalten. Stellen Sie den Weißabgleich und die Schärfe auf das Motiv ein. Wählen Sie einen interessanten Bildausschnitt und achten Sie auf schönes Licht. Nehmen Sie Ihr Motiv in verschiedenen Einstellungsgrößen und Perspektiven auf. Denken Sie an den späteren Schnitt und sammeln Sie genügend Filmmaterial für die Nachbearbeitung. Versuchen Sie, die Kamera möglichst ruhig zu halten und verwenden Sie ein Stativ. Denken Sie sich ein Anfangsbild und ein Endbild aus und erzählen Sie mit Ihrem Film eine Geschichte. Sorgen Sie für gute Tonaufnahmen. Wenn Sie diese Punkte beachten, bekommen Sie gutes und ausreichendes Rohmaterial.